Heute erzähle ich euch etwas über ein paar Vögel in meinem Garten, warum diese Fische richtig Bock auf Futter haben und warum diese Luftblasen ganz wichtig sind. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Der Mond scheint hell am Himmel. Naja, es war tiefste Nacht und ich dachte, ich versuche mich mal mit einem kleinen Zoom an den Mond heran. Finde es ganz gut gelungen, doch schauen wir mal, wie es bei Tageslicht aussieht. Der März und mittlerweile auch der April haben Einzug gehalten und die Vögel sind drauf und dran, den Garten zu erobern. Ihr seht schon, da ist ordentlich was los und ich habe auch meine Baustelle wieder hergerichtet. Da gibt es jetzt ordentlich Rasensaat, die die Vögel gerne mitnehmen. Aber auch die Bonsai fangen an zu sprießen, vor allem der Ahorn. Ich habe ziemlich viel japanischen Ahorn bei mir im Garten, auch ein paar in den Erdboden eingepflanzte, nicht nur Bonsai. Und ihr seht schon, die Blätter, die kommen so langsam raus und das ist immer echt ein schönes Schauspiel, wenn die Blätter sprießen. Japanischer Ahorn hat ja zum Großteil die Eigenschaft, dass die Blätter im Frühjahr, wenn sie sprießen, eine andere Farbe haben, als es dann im Sommer und zum Herbst kriegen sie meistens dann auch nochmal eine andere Färbung. Was ihr da sehen könnt, ist ein kleiner Überstand oder Unterstand, wie auch immer, den ich über meinen Schaltkasten gebaut habe, den ihr in meinem letzten Bericht aus meinem Garten gesehen habt. Und so sieht das Ganze aktuell aus. Hier die bemooste Ecke und dann links rüber das neue Stück Garten, was ich nun auch erobert habe und hergerichtet. Da nochmal ein Vogel, wie er hier in dem Ahorn herumhüpft. Die Vögel machen halt von nichts halt, bauen mit Sicherheit auch gerade ihre Nester und brauchen das ein oder andere, um dort voranzukommen. Und dann war es soweit. Ich habe meinen Teich abgedeckt. Es war halt schon ordentlich warm geworden, mein Teich hatte 13 Grad und dann hat es mich einfach nicht mehr gehalten, die Sonne schien und dann musste die Abdeckung runter. Das war eine kleine Aktion, ich schätze mal so 20 Minuten. Und dann ging es ran, das Ganze ein bisschen in Schuss zu bringen. Vor allen Dingen und voran der Skimmer. Mein Skimmer ist immer untergegangen, als der Trommelfilter gespült hat. Das lag daran, dass er mit Algen vollgewachsen war. Also mussten die Algen runtergeschrubbt werden und nun schwimmt der Skimmer auch wieder. Vielleicht auch mal ganz interessant für den einen oder anderen, der vielleicht mal mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen hat. Dann durften auch die Steine wieder hinten auf die Kurve da hinten bei mir am Teich. Und hier nochmal ein Blick rüber auf die andere Ecke und da hängt auch mein Hemd. Mir ist leider beim Abschrauben ein Bit ins Wasser gefallen vom Akkuschrauber. Da habe ich mal schnell hinterher gegriffen und natürlich mich ordentlich nass gemacht. Da liegen noch ein paar Schrauben und da seht ihr auch schon die Koi. Die Koi sind putzmunter und haben sich natürlich auch gefreut, als die Abdeckung runter war. Haben auf jeden Fall ordentlich Kilometer gemacht, würde ich mal sagen, an diesem Tag und den ganzen Teich nochmal von links nach rechts durchschwommen. Die waren auf jeden Fall auch gut gelaunt, so wie ich, als ich die Abdeckung runter hatte. Hier nochmal ein Blick auch auf die Belüftung vom Teich. Die ist bei mir den ganzen Winter durchgelaufen. Ich habe ja nun auch ein bisschen mehr Besatz und wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass die Fische auch im Winter genügend Sauerstoff haben. Von daher lasse ich das natürlich jetzt auch weiterlaufen, denn die Temperaturen, die beginnen wieder zu klettern. Ihr seht, da schwimmt immer noch ein bisschen Zeug im Teich. Aber man kann trotzdem bis an den Grund schauen. Mein Wasser ist top klar, da habe ich überhaupt keine Probleme. Die Bodenabläufe sind auch in 1,75 Meter noch optimal zu erkennen. Die Dichtschlemme ist mittlerweile mit so ein paar Flechten bewachsen, würde ich mal sagen. Die Biologie hat auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Und hier einer meiner Rückläufe. Ihr könnt gut erkennen, wie ich die zum Ende hin nochmal verjüngt habe. Da ist sozusagen so eine Art Düse drauf. Das ist so eine PVC-Reduzierung, die perfekt in ein DN110KG-Rohr passt. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Schub auf meinen Rückläufen und dadurch natürlich auch eine etwas stärkere Strömung in meinem Teich. Hier nochmal ein Blick auf die Fische, wie sie ihre Runden ziehen. Die sind immer noch nicht müde geworden an diesem Tag. Das ging noch bis in den späten Abend so. Und sie sind natürlich auch schon ordentlich hungrig. Doch mit Futter musste ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Hier mein kleiner Karashi, der alte Bomber. Da bin ich echt gespannt, was der dieses Jahr zu leisten vermag an Wachstum. Und dann kam leider wieder der Regen. Es wurde auch ein bisschen kälter. Da
Da hat man sich kurzzeitig ein bisschen geärgert, dass die Abdeckung schon runter war. Die 13 Grad konnte ich natürlich leider nicht halten. Es ging dann wieder runter bis auf 10 Grad. Aber ich denke, das ist zu verkraften, weil irgendwann muss die Abdeckung halt runter. Hier ein Blick auf die Dichtschlemme, auch da sieht man schön den Biobewuchs und man sieht auch schön, wie die Luftblasen stehen bleiben. Auch immer ein gutes Zeichen, dass das Wasser nicht zu frisch ist. Man muss da auch mal ein bisschen drauf achten, wie viel Wasserwechsel man macht. Ich mache eine ganze Menge Wasserwechsel, jede Woche 20%. Das habe ich hier bei mir zu Hause automatisch gesteuert. Also jede Woche 20% Frischwasser und trotzdem bleiben die Luftblasen ganz gut stehen. Ich denke, ich habe da einen guten Kompromiss gefunden. Und je weiter der Monat April voranschritt, desto mehr kamen die Pflanzen in Schwung. Und auch die Azaleen bilden hier schon die ersten Blüten aus. Ich freue mich richtig, wenn die dann auch mal so richtig aufgehen. Dann wird das Ganze mit Sicherheit eine Farbenpracht. Hier nochmal ein Blick von der anderen Seite vom Teich. Ihr seht meine ganzen Messwannen, die große 1 Meter Messwanne, die große Rundbowl und noch eine kleine Messwanne. Es sammelt sich halt auch so einiges an mit der Zeit. Mein japanisches Beet, da sprießen doch tatsächlich einige Tulpen durch. Die haben es wohl irgendwie, überlebt, als ich das Ganze ein bisschen umstrukturiert habe. Aber ich finde eigentlich, sieht ganz hübsch aus. Und hier der Ahorn, auch schon ordentlich Blätter bekommen, den ich dieses Jahr erst eingesetzt habe. Ich freue mich echt, dass der Garten so einen Schritt voran macht. Und ich freue mich auch, dass mein Quarantäneprojekt einen Schritt voran macht. Ich habe mir hier ein Quarantänebecken besorgt. Das ist so ein großes Rundbecken, stabile Ausführung. Das wird für meine Quarantäne dienen. Ich bekomme ja auch dieses Jahr neue Fische und habe da schon so einen kleinen Plan, so einen Schlachtplan gemacht. Auf jeden Fall werde ich dieses Becken dazu verwenden, passen 2 Kubikmeter rein. Aber dieses Thema werde ich in einem der nächsten Videos nochmal ein bisschen genauer beleuchten, auch wie ich das Ganze filtern werde. Und nochmal zurück zum Koi-Futter. Das Koi-Futter. Ja, der eine oder andere hat es ja mitbekommen, dieses Jahr fütter ich mein eigenes Futter und ich bin aktuell echt super zufrieden bei mir hier am Teich. Meine Fische werden es ab sofort ausschließlich bekommen. Sie bekommen es ja jetzt auch schon dieses Jahr. Natürlich noch in Maßen. Die Wassertemperaturen sind noch nicht so hoch. Aber die Fische sind ordentlich gierig und ich fütter ja auch per Hand und immer nach Augenmaß. Also wenn die Fische fordern, dann gibt es auch ein bisschen Futter. Aber ich bin auch nicht der Einzige, denn tatsächlich haben schon viele, viele Leute Interesse gezeigt und waren bereit, das Futter mal zu testen. Wir haben ja tatsächlich unsere komplette erste Charge bereits verkauft. Wir haben jetzt diese Woche unsere zweite Charge bekommen und eingelagert. Und sind absolut lieferfähig, sage ich mal, auch über die nächsten Wochen. Und das Wetter soll ja echt super werden, auch bei mir aktuell. Viel, viel Sonnenschein und bis zu 20 Grad tagsüber. Also Leute, wenn ihr Interesse habt, dieses Futter auch mal zu testen, dann scheut euch doch nicht, auch mal auf die Webseite zu gehen, www.das-koifutter.de und schaut doch mal in den Shop rein, informiert euch ein bisschen und wenn ihr Bock habt und Lust habt, das Futter mal zu testen, dann bestellt doch einfach mal einen Sack. Ich denke, das wird sich für euch lohnen und es hat sich auch schon für ein paar andere gelohnt. Und das werde ich euch gleich mal zeigen. Aber zuerst möchte ich auch nochmal auf das Thema Ausscheidung zurückkommen. Denn Ausscheidung ist natürlich auch mal so ein Thema bei einem Koi-Futter. Und das Koi-Futter hat natürlich auch wesentlichen Einfluss auf die Wasserqualität. Da im Untergrund seht ihr die Ausscheidung. Die Ausscheidungen sind sehr kompakt vom Koi-Futter, also können auch ordentlich rausgefiltert werden vom Trommelfilter oder anderen Filtern, im Gegensatz halt zu Futtern, die sehr verdünnt, sage ich mal, hinten rauskommen. Und was ihr jetzt hier sehen könnt, auch etwas Besonderes. Diese Tosai sind Jumbo-Tosai und die wurden ausschließlich mit dem Koi-Futter, also das Koi-Futter, gefüttert. Die sind so aktuell zwischen 30 und 40 cm und sind absolut indoor geschwommen. Jetzt über viele Monate wurden sie über den Winter großgezogen. Und ich denke, ihr seht selbst schöne Körperform, schöne Farben, obwohl sie indoor geschwommen sind. Und die Fische sind auch auf keinen Fall fett geworden oder ähnliches. Nein, ich denke, sie haben eine super, wunderbar gute Körperstruktur, schön kräftig, haben natürlich auch ein bisschen Volumen aufgebaut, aber keinesfalls fett. Und ich finde, die Kollegen sind halt auch ordentlich gewachsen. Und ich denke, das ist doch ein Beweis mehr, dass das Koi-Futter
auch den Fischen wirklich gut getan hat. Und obwohl es keine zusätzlichen Farbstoffe enthält, haben die Fische ihre Farben auch gut gehalten. Ich denke, das ist ein Beweis, der auch real ist. Ihr könnt euch halt hier selbst überzeugen. Und vielen Dank nochmal an Teichjuwelen aus Bayern. Denn die Koi, die ihr hier sehen könnt, sind Koi aus eigener Zucht in Deutschland. Die Jungs habe ich halt auch schon mal besucht. Müsst ihr mal auf meinem Kanal gucken. Das war letztes Jahr im Oktober, September irgendwann gewesen. Und ich denke, die haben hier echt einen super Job gemacht. Und auch das Koi-Futter, was hier diese Fische so vorangebracht hat. Und ich möchte nochmal vielen Dank an die Leute sagen, die das Futter bestellt haben und hier mir Rückmeldungen geschickt haben. Hier zum Beispiel ein schönes Foto von einem Teich, wo das Futter mittlerweile auch gefüttert wird. Hier ein Foto einer Lieferung, dass das Futter heile angekommen ist. Natürlich haben sich auch ein paar Leute auf Facebook gemeldet. Euer Futter wird richtig gut angenommen, macht weiter so. Das lest man natürlich gerne. Also wie gesagt, wir freuen uns auch über solche Rückmeldungen. Das Futter ist angekommen, unsere Kois sind begeistert. Tja Leute, und das kann ich halt von meinem Teich auch nur selbst bestätigen. Und ihr könnt es ja auch sehen, die Fische sind echt gierig. Das macht hier richtig Spaß. Ich hatte das bisher an meinem Teich auch noch nicht so extrem, dass die Fische so gefordert haben und dem Futter so hinterher waren. Und tja Leute, falls ihr dieses Video interessant fandet, gebt mir doch vielleicht ein Like und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, bitte direkt hier bei YouTube unter das Video posten. Ich danke nochmal allen Abonnenten, die wieder eingeschaltet haben. Ich danke nochmal allen, die das Futter natürlich getestet haben bisher und auch zufrieden waren. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert doch vielleicht diesen Kanal, also meinen Kanal, den YouTube Koi Blog. Hier gibt es tatsächlich jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi. Händlerbesuche, Teichbesuche, mal was Technisches, mal etwas Theoretisches und mal von meinem Garten und meinem Teich. Ich wünsche euch noch eine schöne Osterwoche und schöne freie Tage, schönes Wetter natürlich und dass eure Teiche ordentlich warm werden. Und damit verabschiede ich mich und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Leute. Ciao.